Niha! Leute, weiter geht's. Wir machen ein weiteres Rezept aus dem inoffiziellen Harry Potter Kochbuch für die Harry Potter Fans aus dem Hehl Verlag. Und was wir machen, sage ich gleich. Aber Leute, ich sagte ja, ich werde mir demnächst die ganzen Harry Potter Filme wieder mal reinpfeifen. Ja, und das kann ich jetzt auch machen. Ich habe geguckt in sämtlichen Stream-Sendern, naja, Netflix, Amazon Prime etc. pp. Ob das verfügbar ist, ist es nicht, aber dann dachte ich mir doch, ich habe mir doch mal die ganzen Filme gekauft. Ja, damals, wo es erst 4 Filme waren, habe ich mir die Box gekauft. Ja, und die anderen dann einzeln dazu. Also, ich kann mal alle Harry Potter Filme anschauen. Und Fantastische Tierwesen kriege ich am Dienstag. Weil die habe ich noch nicht gekauft gehabt, aber die habe ich mir jetzt nachbestellt. Ja, und dann werde ich vielleicht eventuell auch etwas mehr zu den Gerichten dann sagen können, weil da werde ich speziell drauf aufpassen und mir Notizen machen. Ja, aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Rezept. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den Shepherd's Pie. Das ist ein Auflauf. Hier haben wir ein Bild dazu. Und hey Leute, der hört sich mal so verdammt lecker an. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt hole ich meine Brille und dann lese ich euch mal die Zutatenliste vor. So, Zutaten für 4 bis 5 Personen. 600 Gramm mehlige Kartoffeln oder mehlig kochende Kartoffeln, grob gewürfelt, 4 Esslöffel Öl, 2 Zwiebeln fein gehackt, da werden wir wahrscheinlich gleich die roten noch nehmen, 2 Esslöffel Tomatenmark, 800 Gramm Hackfleisch vom Lamm, wir nehmen da jetzt gemischtes Hackfleisch, 300 Milliliter Rinderfond, 200 Gramm Tiefkühlerbsen und Karotten, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Esslöffel Paprikapulver edelsüß, 40 Gramm Butter in Stücken, zuzüglich noch etwas mehr zum Einfetten der Auflaufform, 200 Milliliter Milch, eine kräftige Prise Muskatnuss und nachher dann etwas frisch gehackte Petersilie. Ja, das waren die Zutaten und die wollen wir jetzt in der Übersicht natürlich noch sehen. Dazu gehen wir darüber. Auf geht's. Da haben wir jetzt dann schon die Übersicht, was wir für unseren Shepherd's Pie brauchen. Habe ich übrigens noch gegoogelt. Das ist in der englischen und irischen Küche ein weit verbreitetes Essen. Aber wir machen halt jetzt die Harry Potter Version. Ja, eben das Hackfleisch, Butter. Das Stück hat etwas über 40 Gramm. Die Kartoffeln. Auch ein klein bisschen mehr. 2 Zwiebeln, Tomatenmark. Hier habe ich Erbsen und Möhren mit so Sahne erwischt. Lasse ich drin. Tut den Geschmack mit Sicherheit keinen Abbruch. Dann SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Muskatnuss, die Milch, Rinderfond, bisschen Öl, unsere Petersilie. Und Leute, das war's im Großen und Ganzen schon. Ich werde jetzt erst einmal die Kartoffeln schälen und in grobe Würfel hacken. Dann hoffe ich, dass mein Schatz mir schnell hilft, die zu kochen. Ihr wisst ja, Kartoffeln und ich stehen auf Kriegsfuß. Die Zwiebeln fein würfeln und dann geht's auch schon in der Pfanne weiter, sobald die Kartoffeln zum Kochen auf dem Herd stehen. Genau. Ah ja, und hier habe ich noch die Auflaufform. Die Zwiebeln sind klein gehackt, die Kartoffeln stehen auch schon am Herd. Die große Pfanne, ich nehme übrigens die gusseiserne, wärmt auch schon auf. Und ja, dann können wir auch schon rübergehen am Herd. Und Leute, da ich eh die ganzen Vorbereitungen jetzt eh schon herin mache, mir die Glasauflaufform rausgesucht habe, machen wir das nachher auch ganz einfach schnell fix im Backofen. Ja, dann brauchen wir nämlich heute nicht rausgehen. Wird zwar wieder einige Meckereien geben, aber
Ich mach's so einfach wie möglich heute. Jo, da hinten stehen die Kartoffeln. Hier tun wir uns jetzt einen Schluck Öl mit rein. Das waren circa die 2 Esslöffel, was sie gesagt haben. Und dann kommen wir auch schon mit unseren Zwiebeln. Dass wir die glasig andünsten. Nachdem die Zwiebeln etwas angedünstet sind, ja, das reicht schon, können wir unser Hack dazu hauen. Ja, die in dem Rezept nehmen ja Lammhack. Ganz einfach damit erklärt, England, Irland. Da gibt es einfach mehr Lamm als Rind und Schwein, würde ich mal behaupten. Ja, und das ist der einzige Unterschied, was aber jetzt hoffentlich dann den Geschmack ja, keinen abbricht. Das Hackfleisch tun wir jetzt schön krümelig anbraten. Bisschen Öl wahrscheinlich noch unten rein. Und wenn es soweit angebrutzelt ist, hole ich euch wieder hinzu. So Freunde, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt auf der Cam im Video erkennen kann. Das Hackfleisch ist jetzt halb kross und halb ja, noch normal angebraten. Mir reicht es so. Wenn Schatz jetzt vorbeikommen wird, wird sie wahrscheinlich schimpfen, weil sie alles gern kross haben möchte. Aber ich persönlich sage, warum soll ich das Fleisch komplett ausdörren und austrocknen lassen, wenn ich es noch ja, saftig haben kann. Was anderes ist es nicht, wenn es komplett knusprig angebraten ist. Jo. Ja, aber weißt du, was? Wenn das dann hinterher so ausschaut. Nein, bäh, schaut das nicht aus. Das schaut. Das schaut richtig geil aus. Ja. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Tomatenmark. Und dann den Rinderfond. So, einmal. Ja, das war vielleicht jetzt gerade ein Esslöffel. Ich glaube, 2 Stück standen drin. Da hauen wir nochmal so einen Sputz rein. Dann kommt unser Rinderfond hinzu. 300 Milliliter schreiben sie. 400 habe ich da. Schatz, soll ich alles reinhauen? Nein. Nein, sagt sie. Ah, die gönnt mir auch kein bisschen Spaß. Nein, weil das dann hinterher alles zusammenfällt. Die werden schon wissen, warum das so 300 Gramm schreiben. So. Ungefähr ein bisschen kann man ja noch hinzufügen, wenn wir es benötigen. Richtig. Doch, wir könnten es doch sieben. So. Tomatenmark, Rinderfond. Jo, dann kommt das Zeug rein. Hier haben wir ja noch diese Sahnebrocken mit drin. Oh, ich glaube, das wird richtig lecker. Die hätte ich jetzt zum Beispiel genommen für mein Kartoffelpüree. Dann nehmen wir Butter. Was? Ja, habe ich doch die Butter schon abgewogen. Für das Kartoffelpü. Ja. Aber das finde ich gut, wenn du gerade da stehst. Dann kannst du mich beim Würzen einbremsen. Nö. Doch. Ich habe meine Schnitzel letztens auch verpfeffert. So. Salz. Sagst du Stopp? Nö. Okay. Pfeffer. Die schreiben zwar frisch gemahlenen, aber der geht genauso. Und natürlich Paprika. Und da darf es mal wieder ein bisschen mehr sein.
So, jetzt lassen wir das Ganze ein klein bisschen vor sich hin köcheln. Und dann werden wir mal, also wenn die Sahnestückchen da geschmolzen sind, werden wir das Ganze mal abschmecken und dann entscheide ich, ob wir noch ein bisschen nachwürzen oder nicht. Ja, und bis dahin sind vielleicht dann auch die Kartoffeln soweit, dass wir mit denen auch weitermachen können. Wir sehen uns nachher gleich. Was machen die Kartoffeln? Kochen. Okay. So Leute, dann probiere ich mal schnell. Boah, ist das geil. Der ist ja richtig magisch. Lecker. Willst du auch probieren, Schatz? Zu viel Erbsen. Bitteschön. Boah, ist das lecker geil. Und, was sagst du? Gut. Wunderbar. Dann kann ich die Gewürze soweit wegräumen. Beziehungsweise muss ich noch gucken, ob wir die noch für den Kartoffelpü nachher brauchen. Ja, und das kann ich ja jetzt zurückschalten, nicht, dass uns das hier noch verkokelt. Und dann geht's nachher gleich mit den Kartoffeln weiter. So Leute, jetzt geht's hier fleißig weiter. Während ich hier jetzt die Form schon mal einbutter, tut Schatzi die Kartoffeln durchpressen. Das muss reichen. Restliche Butter tue ich jetzt mit zu den Kartoffeln einfach dazu. Na komm schon. So. Habe ich es wieder viel zu gut gemeint. Da hast du noch ein bisschen Butter. Ja, quetsch meinen Finger nicht ein. Heiß. Und dann tun wir das ganze Hackfleisch, Gemüsemischung, schön hier drin verteilen. Milliliter Milch schreiben sie, aber du machst es wahrscheinlich nach Gefühl, glaube ich jetzt. Ja, Schatz macht es nach Gefühl. Schmeckt das Kartoffelpü? Mhm. So Leute, jetzt muss ich die Cam kurz ausmachen. Ich brauche schnell ein bisschen Salz. Salz. Da hast du Salz. So, also Kartoffelpü noch würzen und ich räume hier jetzt erstmal die Pfanne schnell auf die Seite. So Freunde, jetzt kommt das Kartoffelpü da drüber. Und dann schreiben sie locker mit Alufolie abdecken. Wenn jetzt wieder einer schreit, oh, Alufolie, ja, ihr könnt von mir aus auch Backpapier drunter tun und dann eine Alufolie drüber. Aber denkt dran, Dosenbier. Ich sag nur Dosenbier. Aluminiumdose. Pfoten raus. Mmh. Oh, lecker. Einmal locker abdecken. Und ab in den Ofen bei 200 Grad. Für wie lange schreiben sie? Keine Ahnung. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Was? Ja. Und 5 Minuten vor Ablauf der Zeit die Alufolie wieder entfernen. Und das machen wir jetzt. Und tschüss. Ja Leute, jetzt habe ich wieder ganz kurz Zeit. Können wir ganz kurz quatschen. Also, wie gesagt, dieses Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es sind viele witzige Rezepte drin.
Und ja, ich denke, da werden noch einige kommen. Dieses Butterbier, also das Butterbier, würde ich sehr gern machen, aber ich weiß nicht, ob mir das schmeckt. Das mit Bier. Und das ist babbesüß. Ja, das soll ja süß sein. Oder ich mache es einfach und naja, hoffe, dass es mir schmeckt, dass ich es nicht wegkippen muss. Aber das, oder ich warte, bis ich einen Biertrinker da habe und mach's dann, aber das Butterbier kommt auf alle Fälle noch. Das war ja auch so ein Highlight bei den Harry Potter Filmen, glaube ich, wo sie da dran gehockt sind und das, naja. Jo, das Buch ist wieder unten drunter verlinkt bei Amazon und ja, kostet gerade mal 20 Euro. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Naja, was soll ich viel sagen noch? Schaut es euch an, kauft es, wenn ihr es wollt. Wenn ihr es nicht wollt, kauft es euch nicht. Ganz einfach. Aber ich bin begeistert davon. Gut, und jetzt warten wir, bis das im Backofen soweit fertig ist. Jo, dann werden wir mal die Folie runternehmen. Ja, und wieder zu. Bitteschön. Ja. Ist warm, ist warm. So, Leute. Und jetzt tun wir noch unsere Petersilie drüber, die ich gerade noch gehackt habe. So. Gut, jetzt singen wir das Buch raus. Jo, ab auf dem Tisch und essen. So sieht das Ganze jetzt einmal mit etwas mehr Licht aus. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das schmeckt. Aber ich glaube, das wird echt lecker und magisch. So, Freunde, hier habe ich jetzt mein Shepherd's Pie auf dem Teller liegen. Und Hackfleisch und Kartoffelpü ist ja sowieso immer lecker. Und jetzt die komplette Zusammenstellung. Mmh. Wow. Mmh. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was man zum Essen machen soll, mache ich das da. Also das ist ja mal richtig geil. Ich esse jetzt erst, bevor es auskühlt und dann sehen wir uns noch zum Fazit. Muss ich euch noch was anderes auch noch mit erzählen. Mhm. Puh, Leute, ich sag's euch, der Shepherd's Pie, richtig, richtig, richtig lecker. Also, die Zusammenstellung, genauso wie im Buch beschrieben, gemacht, wirklich perfekt. Oder, Schatz? Ja. Jo. So ein Grinsen im Gesicht. Ja, richtig, richtig lecker. Ja, dann hätten wir ja auch schon alles gesagt. Das Buch unten drunter verlinkt. Rezept, ja. Kauft euch das Buch, wenn ihr wollt. Im letzten Video aus dem Buch haben wir ja diese geilen Kanarienwindbeutel gemacht. Und zu denen muss ich noch was sagen, weil gerade vorher ist ein Video aufgetaucht von TH Barbecue, vom Torben mit seinem Sohnemann und die haben den Kanarienwindbeutel mit Ketchup versaut für die Heumann Ketchup Challenge. Nee, also das würde ich mal nicht machen, weil dazu ist der zu lecker und Torben, weißt du nicht, dass die magische Wirkung durch Ketchup aufgehoben wird? Tja, und außerdem muss die Füllung so richtig schön gelb sein. Mhm. Leute, lecker. Wir werden mit Sicherheit noch mehr aus diesen Büchlein machen. Gibst du mir das gerade mal bitte?
da oben. Und besonders auf was ich sehr gespannt bin, ob dieses Vieh hier irgendwo im Buch vorkommt. Kommt vor? Mhm. Hast es du schon gesehen? Mhm. Natürlich. Das ist mein Hauptziel in dem Buch. Also macht euch gefasst noch auf weitere Videos. Ob jetzt drinnen oder draußen. Das ist Kopf wie geschissen, hätte ich jetzt fast gesagt. Lecker. Schau mich nicht so entsetzt an. Lecker sind die Gerichte auf alle Fälle. Aber heute zum Beispiel, warum hätte ich mich da jetzt so hinaus in die Kälte stellen sollen? Hätten wir machen können, aber war hier richtig schön, lustig und angenehm. Also Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wir überlegen uns was, was wir machen, und ja, wir werden sehen. Tschaikowski. Oh, her mit meinem Windbeutel.